Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Vergoult in Victory. Seit der letzten Folge ist viel passiert. Deutschland ist Fußball-Weltmeister, hurray! Und deshalb wird es wieder Zeit, gemeinsam mit euch einen Blick auf die aktuelle Situation auf der Weltkarte zu werfen. Denn da geht richtig die Post ab. Außerdem gibt es einen kurzen Rundflug über zwei Projekte aus der Community, welche ihr nicht verpassen dürft. Zuerst allerdings ganz kurz etwas in eigener Sache. Es ist völlig normal, wenn Menschen, welche in irgendeiner Art und Weise im Rampenlicht stehen, Nachahmer finden. Und das ist gut so. Tausende Künstler geben täglich ihren Elvis oder Charlie Chaplin da draußen und erfreuen so sehr viele Menschen. Wenn dies allerdings auch bei, ich nenne sie einfach mal, digitalen Persönlichkeiten passiert, wird es schon ein wenig schräg. Wobei, das gehört wohl auch zum digitalen Zeitalter. Irgendwie. In World of Tanks laufen ja schließlich auch hunderte Quickie-Babys, Jingles oder Brokens durch die Gegend und der ein oder andere falsche Hase wurde mittlerweile auch gesichtet. Das ist okay, sie tun keinem was und versuchen niemanden hinters Licht zu führen. Manchmal übertreiben sie es allerdings ein klein wenig, wie in diesem Fall. Der Spieler Dathasi, ja ihr seht richtig, allerdings nur mit einem I, hat nicht nur meinen Namen angenommen, sondern auch direkt noch einen Clan gegründet. Jumdo. Dieser kleine Clan, welcher nicht nur das Logo von Jumbo gemopst hat, wirbt nun auch mit einer leicht abgewandelten Version unserer Clan-Beschreibung. Wir wissen nicht, was dieser Spieler da im Sinn hat, aber wir mahnen zur Vorsicht. Nicht jeder Broken, Bame, Nossi, Vasili, Ryukat, Dokrati oder Dathasi da draußen ist wirklich der echte. Gut, kommen wir vom Weird Stuff zur aktiven World of Tanks Community. Mein YouTube-Kollege Sir Nossi hat in Zusammenarbeit mit der DEPAK, dem Deutschen Panzerausbildungskorps, eine neue Videoschulung für Anfänger ins Leben gerufen. Damit ist er neben Dokrati und seinen Scout-Tutorials auf jeden Fall jeden Blick wert. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Des Weiteren ist es bald wieder soweit. Die dritte Tank Fight Night XL wurde angekündigt. Am 6. September ab 18 Uhr lädt die Panzerabteilung Phoenix wieder zum fröhlichen Kompanieschlachten ein. Teen Riot und Sehalles haben dazu ein Forum-Thread im regionale Community Wettbewerbe eröffnet. Jeder Clan kann teilnehmen, einfach anmelden, einen Ansprechpartner bestimmen und Spaß haben. Ich werde ebenfalls mit Jumbo wieder daran teilnehmen und hoffe auf jede Menge spannende Gefechte. Link wie immer in der Videobeschreibung. Das war's erstmal mit der Community und Mini-Me. Wir springen direkt auf die Worldmap, denn es herrscht Krieg in Europa. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, dies ist eine historische Folge von Vergoult in Victory. Diese Sendung wurde erschaffen, um der deutschen Community ihre Clans auf der Worldmap zu präsentieren und diese zu begleiten. Seit etwas über einer Woche machen diese Clans es mir sogar richtig einfach, indem sie beschlossen haben, zusammenzuarbeiten und Europa anzugreifen. 19 deutsche Clans haben sich zusammengeschlossen und eine Allianz geformt, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit unter den deutschen Clans zu stärken und Kontakte zu knüpfen. Mit dabei sind Damage, die schwere Panzerabteilung 503, die Elite-Krieger, Face the Faceless, Focus, Jumbo, Just Visitors, Corleontes, Corleontes Frontline Division, No Mam, Ode Mortis, die Prätorianer, Panzerknacker 1, 2 und X, sowie Stählerne Wölfe Alphas, Wildgänse 12, Krawall und Silberrücken. Für ihren Auftritt haben sie sich auch direkt Mitteleuropa ausgesucht und sind über Dänemark, den Balkan und von der Krim sowie Russland aus eingefallen und konnten sogar erste Erfolge verbuchen. Dann kam Efe. Efe ist wohl der stärkste Clan Europas und dieser wurde nun geweckt. Nach ersten Erfolgen konnte Efe nun mit Hilfe ihrer Community EfeX, Fire sowie FireX außerdem Tesla und der SPP-Community zurückschlagen und einen weiten Keil in die Linien der Deutschen treiben.
Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich die deutschen Clans noch einmal aufrappeln können und einen Gegenangriff starten. Derzeit sieht es leider echt übel aus, da viele der Clans noch nicht oft in Europa aktiv waren und sich nun einer sehr, sehr starken EVE-Community gegenübersehen. Es gibt natürlich auch andere deutsche Clans auf der World Map. Von Island aus konnten sich die Legenden aus Stahl in Norwegen gegen Baba 2 und Gob durchsetzen und besitzen damit drei Provinzen. Auch die deutsche Tiger-Elite ist im Süden Russlands angelandet und vertreibt sich nun die Zeit, um gegen ihre fast deutschen Kollegen von Tesla X anzutreten. Das war's zu Europa und wir springen ins Mittelmeer. Mittelmeer. Hier halten Ratzfatz und Desiratus Natus große Teile der Iberischen Halbinsel, während die German Arms Division, kurz GAD, Sizilien eroberte und nun gegen Kassner antritt. Ob das gut geht? Im Nahen Osten konnte die Bad Company große Erfolge in Syrien und Israel erzielen und besitzen damit nun vier Provinzen. Auch die German Elite Community ist zurück auf der Karte und kämpft direkt daneben im Iran um ihr Überleben. In Nordafrika wurde das letzte Aufgebot erneut gesichtet, außerdem konnte die Schlechtwetterfront Awakening nach ihrem Heimaturlaub erneut auf der Karte anlanden und hat nun die freie Wahl, in welche Richtung sie vorstoßen wollen. Westafrika. Auch in Westafrika ist wieder einiges los. Der halbdeutsche Clan Smile und Damage 2 kämpfen im Nordwesten Afrikas gegen einige polnische und türkische Vertreter. Und die Goldene Garde, Tactical Fraggles sowie Just 2 sind im Südwesten zugange. Zu guter Letzt der Süden Afrikas. Hier landeten gestern die German Bulls auf Plateau und nun stehen sie ohne Unterstützung vor zwei größeren Allianzen. Viel Glück! Das war's auch für diese Woche mit For Gold in Victory. Falls ihr einen täglichen Bericht über die Schlachten in Europa lesen wollt, so kann ich euch nur den Thread von DB79 im Clan-Kriege-Forum ans Herz legen. Dort wird täglich ein kleines Update veröffentlicht. Link wie immer in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.